Someone is visiting the island. Alles klar, dann wollen wir dem noch mal auf den Zahn fühlen. Ja, natürlich wieder Post. So, Onkel, du hast den Laden noch nicht auf, ne? Oh. Das ist halt das Problem. Je mehr man denen baut, ne, desto fauler werden sie. So, was haben wir denn hier? Fletch. Ja, mach mal auf hier. Too Fat LP, das bin ich. You've been working hard and I tell you what it hasn't gone unnoticed. Because you've been increasing your skills, there is a new level for logging license available to you. Alles klar. Was müssen wir denn noch machen? Smash 4 Rocks, craft a new tool und sell 5 Shells. Alles klar. Das sollen wir ja hinkriegen. Ich kann nur leider keine sammeln. Theodore is new. There are so many amazing creations and planes on this island. Ja. I think I'm maybe worth documenting them all, correct? Ja, ja. What if we build a museum here? Oh. Hab ich doch in Staxel erst letztens eins gebaut. Somewhere we could gather all of the amazing things here. Ja, ja, wir machen das kein Problem, weil klar, das Wichtigste, was ich auf so einer Stadt brauche, oder so einer Stadt brauche, ist ein Museum. Ich muss mit Fletch reden, alles klar. Also, wir bauen ein Museum. Mach mal gleich den Laden auf, ja, Opa? Ist hier gerade was gehüpft? Hier ist was geflogen, ne? Schade. Ich wollte schon abstechen. So, dann machen wir mal eben den Laden leer hier. Vielleicht haben wir dann die 5 Shells. Shells, weißt du? Dann können wir einmal hier reinlegen. Das und das und das und das. Mal eben gucken, das ist es, ne? Ja. Ich weiß nicht, was ich mit Krokodilzähnen mache. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Deswegen schmeiße ich die mal hier mit rein. Aber ihr seht, so langsam wird mein Ding hier auch voll, ne? Ist nicht so gut. Gehen wir hier hin und da kommen rein die Äpfel, das Fleisch, die passen hier rein und Krokodil passt da auch rein. Perfekt. So. Was hat er gesagt? 5 Muscheln. Ist eine Taube im Wasser. Dann räubern wir die mal eben weg. Aber ihr seht, mit den Muscheln verdient man halt nicht viel Geld. Deswegen ist das aus meiner Sicht nicht so schlau, die, wer weiß wie, exzessiv zu sammeln. Da bist du mit sowas wie Fliegen und so weiter, verdienst du tatsächlich mehr. Aber da ich die Aufgabe habe, welche zu verkaufen, na, kann ich das natürlich mal eben machen. Hab gerade einen Meilenstein wieder erreicht. Ja, was macht man nicht alles, ne? So, da seht ihr vielleicht die Quallen. Hier ist so dieser Landeplatz. Eine Brücke haben wir gebaut. Ich mache mal ein bisschen Strandsäuberung. Ich habe ja Zeit. Mich würde interessieren, was es bringt, so einen Turm da hinten mal zu reparieren. Das geht nämlich auch. Die Teile dafür finden wir weitestgehend. Ich glaube, mit den Batterien haben wir jetzt auch was dafür gefunden. Was sagst du? Ich hab's mit der 3D-Optik. Ihr merkt das, ne? So kriege ich sie gut, aber wenn ich so seitlich drauf gucke, dann ist schlecht. Stimme ist auch schlecht. Das hat man mir damals schon bei der Musterung bei der Bundeswehr gesagt, dass ich angeblich ein Problem mit dem 3D-Sehen hätte.
Ich sag ja, es lag an der kaputten Brille, aber naja. Also man musste so eine komische Brille damals aufsetzen. Heute ist das bestimmt alles ganz... Ach nee, heute gibt's das gar nicht mehr, ne? Ihr werdet ja alle nicht mehr gemustert, ihr jungen Bengel. Ja, ja, ich wurde früher noch schön an den Hoden gepackt von dieser perversen Stabsärztin. Ich fand das geil. Ich meine, das ist ja auch ein Lebenstraum, oder? Jungen Männern an die Hoden fassen, das ist doch was, oder? Ich sag immer, Augen auf bei der Berufswahl. Und dann husten sie mal. Das war doch nur Ablenkung. Damit ich ein bisschen kraulen konnte. Keine Ahnung, siehst du? Das ist es. So. Hi, John. So. Willkommen zu John. Er hat was Neues. Ihr seht, es gibt was Neues. So, erstmal zählen wir jetzt ein paar Guts. Und zwar Muscheln. Braucht keine Sau den Mist. Das hier, dieses hier, jenes, welches. Das und das und dieses. Und das brauche ich auch nicht. Und das und das. Und das und die sowieso. Und den. Und das und das und das und das. So, das alles verkaufen wir. Wie viel bietest du uns denn dafür? 33.000. Alles klar, danke sehr. So. Jetzt geht's nämlich drum. Kennst du die Game-Seite Shellshockers? Shellshockers, das war das mit den Panzern, ne? Das haben wir, glaube ich, schon mal gespielt, ja. Eier? Wieso Eier? Die Shellshockers, das ist doch, oder nicht? Mein Pass. Also es gibt da ein paar neue Sachen. Wir können jetzt hier Früchte kaufen, die brauchen wir nicht mehr sammeln, was wir natürlich tun. Jetzt muss ich mal eben gucken. Basic Pickaxe nehmen wir mit. Die können wir dann, naja, gib mal her. Harvest 50, alles klar. Da müssen wir jetzt 2000 noch sammeln, das kriegen wir hin. Making that bread 250, alles klar. Weil wir ein bisschen Geld damit verdient haben. Jetzt müssen wir 250 Dinger sammeln und 250 sind die nächsten, alles klar. So, naja, haben wir wieder ein paar Punkte gekriegt, das ist gut. 5 Shells, craft a new tool, das machen wir gleich und smash 4 Rocks, alles klar. Sollten wir noch hinkriegen, ne? Und zwar können wir dafür die neue Axt nehmen. Nee, weißt du was? Fussel hat Idee. So, 4 Rocks, das sind die Dinger hier. Entschuldigung. So, ab und zu findest du da nochmal was drin. Denn ich könnte mir vorstellen, dass wir mal eben eine neue Waffe bauen. Eine Gumwood Plank und ein Tinbar. Naja, ist egal. Wir legen es einfach wieder zurück. Gumwood Plank ist hier drin. Ich freue mich schon, wenn wir bessere Waffen haben. So, was können wir denn noch? Bird Chop. Wofür brauche ich die? Die Mühle ist klar, wenn wir mal machen können. Wir können Dinge einzäunen, das ist auch klar. Bulletin Board haben wir doch gebaut, ne? Wir können das Ding bauen, alles klar. Wir können so Fundamente bauen, Brücken bauen und so weiter. Das geht alles. Das sind, glaube ich, Wege, ne? Dann können wir hier richtige Wege bauen. Das wird auch cool. So, warte mal. Das legen wir auch mal hier rein. Das legen wir hier rein. Das legen wir hier rein.
Aber man muss sich ja gut organisieren, ne? Hier rein, Steine hier rein, Quarz hier rein und den hier rein. So. Weil ihr wisst, wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen. Das müssen wir auch nochmal hier aufräumen irgendwann. So, das beide andere sind Dinge, die da hinten hingehören. Aufgaben haben wir heute schon wieder alle erfüllt. So. Das hier rein. Wir haben nämlich noch ein Netz. Alles klar, das nehme ich schon mal mit. Wir haben eine Angel, die brauchen wir heute aber nicht. Die hier kann man gebrauchen, wenn man in die Minen geht. Den haben wir auch schon mal dabei. Du brauchst aber lange heute. Zum Einschmelzen. Viel schlimmer ist, dass die Tasse Kaffee schon wieder leer ist. So, was haben wir denn noch? Muss ja immer im Auge behalten. Also 5 Leute. Wir müssen aber mit Oma reden. Weil dann können wir nämlich das Ding da bauen. Das Museum. Gibt's irgendwelche Deeds? So. Also sie sagt, es gibt da Probleme, weil man muss hier spenden. Und 74.220 brauchen wir noch. Die könnte ich natürlich bezahlen, aber ich finde das eine ganz schöne Frechheit. Warum soll ich hier immer alles bezahlen? Sollen die anderen mal machen? Was haben wir denn noch im Town? Komm, reden wir mal ein bisschen. Also, erst wenn hier alles bezahlt ist, dürfen wir überhaupt irgendwas machen. Alles klar. Sag mir mal was über mein Haus. Interesse in dem Play for a House Deed? Etwas let you know ist. Nö, ist klar. Mhm. Also, ihr seht, wir brauchen hier richtig viel Geld, ne? Ja, alles klar, Oma. Logisch. So, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch für License, die ich mir leisten könnte? Mining haben wir. Deep Meinung ist natürlich cool. Ne? Hiermit können wir eine bessere Axt kräften, alles klar. Vielleicht sollten wir das mal machen, oder? Allows a holder to notice some druid items using side. Also Hunting Level, alles klar. Handling allows a holder to buy and raise Wombats. Ja, das muss ich unbedingt haben. Hier könnte ich noch meinen Pocket um 3 Slots vergrößern. Kann man auch für 1000er, alles klar. Okay, und Vehikel-Lizenz. Also man kann hier tatsächlich auch, das ist ja das Tolle, dass man hier auch in Gruppen fahren kann. Man kann hier tatsächlich auch ne, dann über die Insel heizen. Also das ist, das hat er schon cool gemacht. So. Dann machen wir Folgendes. Wir haben ja gerade ein bisschen Geld, ne? Noch ist der Shop, glaube ich, auf. Dann holen wir uns mal den Metalldetektor und gehen mal ein bisschen Metall detekten. Was hält er davon? Das geht er auch, oder? Hi. So, bei Metalldetektor. Ich hätte gerne mal einen. Das kostet 6600. Was auch ganz schön einer einer Murmel, Junge. Wahrscheinlich geht der noch kaputt, wa? Also ich will dir ja nichts, ne? Aber deine Preise sind ein bisschen überteuert, Jon. Sag mal, hast du einen Job für mich? I've got a real hankering for Prime Roast. Was willst du von mir?
Was ist denn Prime Roast to Eat? Prime Roast. Prime Roast. Keine Ahnung, was ist Prime Roast? Da ich nicht weiß, was das ist, sage ich besser nein, sonst verlieren wir unsere Freundschaft. Ich muss mal gucken, was Prime Roast ist. Wenn ich es herstellen kann, nehme ich es an, aber ansonsten nicht. Das kann ja durchaus sein, dass es hier Aufgaben gibt, die du noch gar nicht erfüllen kannst, weil du noch nicht weit genug bist. Siehste? Könnte ich nämlich überhaupt nicht erfüllen. Keine Ahnung, wie ich das hier kriege. Gut, dass ich es nicht angenommen habe. So, okay. Ich habe einen Metalldetektor, ne? Jetzt eine Schaufel, habe ich zufällig dabei. Ich glaube, das brauchen wir nicht, ne? Müsste das vielleicht mal etwas gezielter machen? Ja, das ist cool, ne? Das ist die Sachen. Alles? Das ist ja schön, ne? Guck mal hier, was findet. Das war jetzt mehr Glück als Verstand. Aber das kennen wir ja von mir. Optik, mehr sage ich dazu nicht. Kannst du halt ganz viel von dem Zeug hier finden, ne? Manchmal ist das Ausrichten ein bisschen schwierig von Kollega. Und so tief im Wasser was zu finden, ist auch gar nicht so einfach. So, die Schlüssel kann man übrigens in der tiefen Mine ganz gut gebrauchen. Na gut, aber da komme ich nicht dran. Das versuche ich gar nicht. Schön, dass du genau in dem Moment runterrutscht, Weife. Ja, damit kann man natürlich seinen Tag verbringen, ne?
für schöne Sachen finde. Und man findet auch nicht gerade wenig, ne? Wenn das mal im Real Life so wäre. So, damit kriegt man dann die Sachen. Ja, hier ist ja richtig Müll in der Insel, ne? Mehr ist noch nicht. Da ist auch noch was. Bestimmt können wir auch Glas schmelzen, oder? Manchmal ist er ein bisschen schnell mit dem Weglegen von den Sachen auf der Schaufel. Da wird es, glaube ich, auch noch eine Schubkarre geben. Kann man sich wirklich den ganzen Tag damit beschäftigen, ne? Krass. Machen wir natürlich nicht. Ich finde, wir haben jetzt schon mal genug gesammelt. Wir haben auch kaum noch Energie. Na, er hat auch schon keine Lust mehr, merkt er. Aber wir haben noch was Neues hier. Also das haben wir alles gecraftet, ne? Genau. Was haben wir denn? Archäologist. Ja, schon mal 100 Punkte wieder. Sehr gut. Können wir gut gebrauchen. So. Gucken hier, da läuft alles, ne? Da läuft alles perfekt. Macht den Eindruck. Super. So. Nachdem ja ein Zwangsupdate schon wieder dazu geführt hat. Aber, na ernsthaft, muss das eigentlich sein? Also, ich kriege ein Zwangsupdate, ja, wo ich. Ich meine, ich würde sie ja installieren, ne? Habe ich ja erstmal kein Problem. Ich will ja ein sicheres System haben. Aber warum muss das Update dafür sorgen, dass Einstellungen, die seit Monaten funktionieren, seit Monaten unverändert sind, plötzlich verändert werden? Warum? Das verstehe ich nicht. Warum ist das so? Ich meine, warum verstellt er plötzlich die Soundeinstellung? Das hat er noch nie gemacht und noch nie gebraucht. Ja. Sehr, sehr seltsam, muss ich sagen. Und auch völlig unnötig. Du kriegst immer nur Ärger und Stress, weißt du? So. Da fällt mir ein, ich sollte vielleicht noch mal ganz kurz gucken. Ich glaube, ich hatte noch zwei Tin-Bars da liegen, ne? Kann das sein? Ich wollte eigentlich zurück und bin dann in die andere Richtung gegangen. Ja. Und Puzzle, du schaffst das. Leg sie weg. Und da du schon so viel hast, kannst du ja auch hier noch was reinlegen. Ich hoffe, sonst machen wir einfach noch eine neue Kiste. Das geht ja auch. Wenn das hier voll ist, weil, ne, da kommen ja so ein paar Sachen bei. Aber das scheint zu funktionieren. Hier unten ist auch noch was. So. Ja, er schleppt sich schon durch die Gegend. Ist müde. Dann wollen wir ihm seinen Wunsch gönnen. 7 Uhr ins Bett. Ist ja eigentlich auch eine gute Zeit, ne? So, gute Nacht. Tee einschütten. Was haben wir denn gekriegt? Hunting nicht so viel? Okay. Ja, sieht doch gut aus, ne?